Ah, Skyrim, wie schön wieder mal zu spielen. Und alles sieht so schön aus mit den Grafikmods. Und die Steuerung ist so extrem bequem. Richtig cool. Und meine verschiedenen Zauber. Da kann ich jetzt zum Beispiel ein wenig cheaten. So dass zum Beispiel hier die Qualität höher oder tiefer gehen. Dann mache ich am besten wieder 0%. Ich habe einfach mal angetestet, ein bisschen schneller zum Leveln gehabt. Und jo, Tragfähigkeit habe ich zum Beispiel erhöht. Und sonst Sachen. Und es leckt überhaupt nicht. Es läuft völlig flüssig. Es ist so geil. So eine coole Grafik, das hat kein einziges Spiel. Also Skyrim mit Mods. Vor allem die Mods, die pushen noch die Grafik extrem auf. Ich muss jetzt noch kurz die Taste. Ah ja. Seht ihr mal die Charaktermodelle an. Die weichen Texturen. Richtig geil. Ja, das ist ein kleines Ankündigungsvideo für mein neues Let's Play. Mein irgendwie vielter Anlauf. Und ich habe es nie fertig gespielt. Es ist einfach viel zu groß zum Let's Playen, aber eventuell kann ich es jetzt, wo ich mehr Fans habe, länger Let's Playen. Und auch ohne Schwierigkeiten, weil ich hatte recht viele Schwierigkeiten, weil viele NPCs immer wieder gestorben sind, weil ich beim letzten Let's Play so einen Mod drauf gehabt habe, wo alle Gegner stärker werden, dann waren die NPCs natürlich viel zu schwach, um zu überleben. Vor allem bei den Drachen sind immer so 20, 30 Leute gestorben. Und ja, den Mod habe ich jetzt draußen. Ich habe dafür andere Mods drin. Und ich habe einen Mod, wo man, glaube ich, Gegner auch ein bisschen stärker machen kann. Außerdem gibt es ja einen neuen Schwierigkeitsgrad. Einstellung. Ich will Einstellungen. Ich klicke auf Laden. Ich klicke auf Einstellungen und es kommt Laden. Es gibt ja einen neuen Schwierigkeitsgrad. Genau, legendär. Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Sicher ein Jahr nicht mehr. Ist mal wieder gut, dass wir es anfangen. Und dieses Mal mache ich es echt spannend. Vielleicht auch mit Challenges. Am besten schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und ich werde sie dann aufnehmen, eventuell, wenn sie mir passen. Also, die besten Event, also Challenge Schreiber werde ich natürlich loben. Und ja, ich weiß nicht, was ich alles noch machen muss. Registriert 5 Menüs, was heißt denn das schon? Und ich werde mal alle Mods unten auflisten, wenn ihr welche noch habt, die ich gerne im Let's Play einbinden soll. Dann schreibt es bitte. Ich habe einfach Downguard noch nicht. Ich habe alle anderen DLCs habe ich, also die zwei anderen. Und sonst nicht. Außerdem sind die Ladezeiten ein bisschen groß. Also ich habe so gigantische Mods drin wie Path of Elsevier oder sonst irgendwas. Und weitere Sachen. Ich sehe hier raus. Und es ist nichts dort. Und deshalb ja, sind die Ladezeiten natürlich ein bisschen größer. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich kann sie manchmal auch rausschneiden. Ah, ich habe es nicht geschafft. So, das Wasser sieht auch richtig geil aus. Oh, ich liebe das. Diese Gischt. Kann man hier reinschauen. Man sieht nicht weit. Dann. Also das könnt ihr natürlich wählen. Dann, was noch? Ich werde sie natürlich wie immer spontan machen, die Let's Plays. Interaktiv. Ihr dürft wählen, wo ich hingehe, was ich zuerst mache, wie ich den Charakter ausbaue und so weiter.
alles einfach in die Kommentare schreiben. Und jo. Ja, die Qualität natürlich immer auf Full Qualität 180p. Ach, ich kann den Bug nicht zeigen. Ich bin so blöd. Es gibt da so einen Bug, wo man in die Mauer rein kann, dort Truhen öffnen kann, die von den NPCs sind. Ich kann nicht springen dort. Wieso kann ich dort nicht springen, weil ich rutsche oder so. Jo. Also ich werde natürlich auch viele Easter Eggs und so zeigen. Viele Bugs. Viele lustige Sachen. Ja, man kann schon nicht springen auf dem Dach. Schade. Jo, und was gibt's noch alles? Ja, eben viele, viele Mods. Da könnt ihr wirklich durch. Ich habe sie alle auf Deutsch gedownloadet, außer manche Zauber und so sind nicht auf Deutsch, aber vieles, sehr vieles ist auf Deutsch und da könnt ihr das auch mal auf Deutsch genießen, wenn ihr es nur auf Englisch gesehen habt oder wenn ihr es gar noch nicht gesehen habt. Dann ist es umso besser und ich werde das Let's Play natürlich so spannend wie möglich machen. Und zum Beispiel auch mal Chaos stiften. Ah, darf ich nicht einfach irgendwas einsetzen? Ah, das ist meine. Ich bin leider ein bisschen schwach. Ich bin noch nicht so hochlevelig. So, ah, das Bier nehme ich. Die Torch. Und jetzt hau ich ab. Ich habe langsam weniger Energie. So, Bier trinken. Bier trinken. Da. Da. Bier trinken. So, ja, toll. Werde ich noch abgeschossen? Das geht mal gar nicht. Und dort ist ein Zauber. Das geht auch nicht. Nein, das geht nicht. Ich habe einen Pfeil ins Knie bekommen. Geh ins Gefängnis. Nein, ich verrotte nicht. Keine Angst. Ja, dann sehen wir uns dann als neuer Dragonborn. Und jo. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Totenschädel. Gold. Aufschließen. Ah ja, der Lockpick Promo-Mod ist drin. Weil ich hasse das Minispiel. Ist doch viel leichter, wenn ich so machen kann. Gut. Jo. Also, dann sehen wir uns im Let's Play. Und wenn ihr Ideen habt, Vorschläge und Fragen zu den Mods habt oder andere Fragen oder irgendwas, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich tue übrigens jetzt aufnehmen mit Video hochladen, Video rendern und ein anderes Spiel, also Minecraft noch im Hintergrund. Es läuft über wahnsinnig flüssig mit 60 FPS, das ist so cool. Und ich habe mich festgebackt. Ich habe mich festgebackt. Ich bin der Beste. Ich back mich einfach fest. Tralalalala. Also es wird extrem lustig. Ich werde viele Sachen machen, die lustig sind. Man kann auch sehr viel Lustiges in Sky machen. Also ich werde jetzt wahnsinnig, wenn ich immer rumbocke. Sieht man das, wie ich rumbacke? Bucky, Bucky. Ich bin unsichtbar, ich bin fast unsichtbar. Mich sieht man fast nicht. Yeah, okay. Also, dann werde ich mir diese Saves wieder löschen. Die sind nur zum Test gewesen. Und die waren noch vom 21.03. hier. 1.03. Nein, 3.1. Ich glaube, das ist Englisch, oder? Oder ist das 1.3.2? Ja, irgendwann habe ich mal gespielt. Und ja, wieder mal ein bisschen gespielt. Halt einen alten Charakter geladen, also alte Saves. Und ich werde die jetzt löschen und ja. Ich habe mich rausgepackt. Wahnsinnig, ich bin der Oberpro. Okay, bin ich auch so Oberpro im Let's Play? Wahrscheinlich schon.
Und wir sehen uns dann. Und bis denne. Nochmals denne. Und nochmals denne. Tschüss.